So, der Gerugon aus der Vergangenheit sagt, wir brauchen Holz und Stein. Dann sollten wir das mal machen. Hier schaut sehr gut aus. Da haben wir sowohl Holz als auch Stein und Wasser. Das Wasser wird hoffentlich da runterfließen. Heute mal da. Ja, und du musst auch bald sterben. 40 Erfahrungspunkte für den Käfer. Das ist schick. Und die Jungs hacken noch mit ihren komischen Metallteilen da. Das ist nicht gut. Achso, du... So. Du kriegst Werkzeug. Du kriegst Werkzeug. Kriegst eine Keule, kriegst eine Keule. Es sind viel zu viele Zwerge gestorben. Das merkt man hier in der Ausrüstung doch recht stark. Und das wird mit das erste sein, was wir bauen. Von dem ganzen Holz und Stein. Ganz viel Ausrüstung. So, das kam auch weg. Geschwindigkeit mal 2. Wir haben hier nämlich ganz viel einzusammeln und was weiß ich. Gebratener Fisch. Nahkampfbuch. Ganz viel Bling Bling. Sehr schön. Hunter, Hunter. Was? Achso. Blätterdach. Und, oh. Eisenaxt, sehr schön. Und ganz viel Eisen, das viel, viel schöner ist. Bauen das erstmal ab. Und wenn das da weg ist, dann können wir weitermachen. Und hier ist noch mehr Eisen, aber das muss warten. Erstmal jetzt hier wichtig, wichtig und so. Portal. Die lassen wir in Ruhe. Yeah. Wo war jetzt der Außentrupp? Hier hinten. Genau, 1 Minute 41. Das ist nicht mehr ganz so viel. Also schnell hier auch noch alles abbauen, das alles einsammeln und überhaupt. 3 Steine. Was brauchten wir für die Steinpicke? 2 Steine, ne? Ja, nee, macht jetzt keinen Sinn. Wir brauchen erst mehr Steine, dann fange ich an, die Werkzeuge herzustellen und dann gleich so viele Werkzeuge, dass wir auf jeden Fall für ein paar Folgen genug haben. So, alles weg. Das da bitte ersetzen. Hintenstein. Das da setzen. Hintenstein. Was ist hier wohl passiert? Erstmal trinken ist echt nicht schön. Passiert viel zu häufig in letzter Zeit. Also wir könnten das Ganze irgendwie abfließen lassen. Indem wir einfach eine Verbindung bauen zu den Ameisen oder was auch immer das sind. Grillen, genau. Na gut, ich bleib trotzdem erstmal hier in doppelter Geschwindigkeit, bis das Portal weg ist. Das ersetzte Stein, das ersetzte Stein. Damit wir hier gleich ein neues setzen können. Wobei, wir haben so viel Mana, wir können einfach jetzt schon eins setzen. Wir haben nämlich bald ein Level-Up, dann kriegen wir wieder voll Mana, das passt schon. Du bist weg, du bist ersetzt. Es wird dunkel und die ersten Zwerge trinken wieder. Genau, sammelt das alles ein. Wir brauchen unbedingt Eimer. Stimmt. Noch ein Portal. Stimmt, wenn wir Eimer haben, können wir einfach alles Wasser einsammeln und in unser Lager austun. Ist auch eine Taktik, um das Ertrinken zu verhindern. Goodie. So, Goblins werden ignoriert. Und ja, man kann Goblins einfach einmauern, habe ich mir sagen lassen, aber das finde ich... Nee, es ist zu einfach. Die töten wir, sobald wir eine ordentliche Ausrüstung haben. So, das muss... Schwarz-Weiß-Banner? Nee. Das muss da oben weg. Das muss weg. Das muss weg. Das muss weg. Alles muss weg. Und du brauchst hier unten echt Licht. Was war das? 1, 2, 3, 4, 5, Zing. 1, 2, 3, 4, 5, Zing. 1, 2, 3, 4, 5, Zing. So, das da hinten ersetzen wir durch Eisenerz. Obwohl, wenn wir es ganz wegbuddeln, kann da auch kein Grünzeug wachsen, richtig? Also sollten wir es wahrscheinlich eher ganz wegmachen. So, eine Werkstatt. Die Werkstatt erlaubt das Verarbeiten von Stein, um ihm komplexere Strukturen zu geben. Das hatten wir, glaube ich, auf der ersten Welt noch gar nicht. Okay. Kommt alles mit. Kommst auch mit.
Portal ist da. Das Portal hier oben ist noch da, aber es arbeitet keiner. Was machst du hier? Kontrolle. Du läufst ganz schnell wieder zurück. Schwupp. Bom. Hallo? Geh in das Portal. Oh, da wurde was geändert. Also vorher konnte... Komm, geh. Befreien. Vorher konnte man, wenn man die Kontrolle über den Zwerg genommen hatte, einfach zu einem Portal hinlaufen und er geht automatisch durch. Das hat er jetzt irgendwie nicht gemacht. Was komisch ist, aber na gut. So, Tür ist da. Wir wollten noch ein Bett bauen, ordentliches. Wir wollten immer schön hier die Portale überprüfen. Wir wollten da unten das Eisen abbauen. Das kann auch noch weg. Und hier hinten ist noch mehr Eisen. Das wäre der nächste Schritt. Die Schnecken können auch mal sterben, sind Erfahrungspunkte und Chance für Loot. Und die haben auch irgendwas dabei gehabt. Ich glaube Schleim. Ja. Peaks. Das Beste ist, sie wehren sich nicht. 40 Erfahrungspunkte, genau. Also immer Schnecken töten im Sandbox-Modus. Immer und immer wieder. So, gleich noch ein Portal. Wir haben ja bald neues Mana. Und wir würden gerne hier ein bisschen runter. Dann warten wir erstmal hier oben das. Wir können später immer noch runter. So, und das hier würden wir gerne zumachen. Das kannst du gleich machen. So, haben wir über noch irgendwas übersehen? Wir haben hier ganz viele Schnecken zum Töten. Schnecke. Und hier fehlt ein Licht, ne? Deswegen ist auch das eh voll gewachsen. 1, 2, 3, 4, 5, da. So, wir sind richtig knapp vorm Level Up. Tada, Level Up. Grüne Diamant, Quarz und Zwerg. Aha. Bevölkerung gewachsen. Ist irgendjemand noch hier hinten? Nein, gut. Also, wir müssten jetzt zumindest ansatzweise Stein haben. Das heißt... Das da. Holz. Holz. Stein. Stein. 1, 2, 3, 4. Muss erstmal reichen. Denn du dahin. 1, 2, 3 und alle. So, ausrüsten. Jetzt geht's los mit den Leuten, die keine Ausrüstung haben. Du. Ist nicht mal eine Keule. Du. Und das war's. Also, wir haben nur eine Axt auf Vorrat, das sollten wir ändern. Also eine Pickaxe brauchen wir noch und wir brauchen ganz viele Waffen. Wobei wir erstmal ein paar Holzkeulen herstellen können. Das war irgendwie nur so. Davon haben wir genug. So, Ausrüstung. Ich will nie wieder ein Zwerg mit so einem kleinen Steindolch da jemanden angreifen sehen. Genau. Jetzt brauchten wir für die Schmiede sowohl Kohle als auch Eisen. Müssten wir also beides jetzt haben. Schmiede? Nee, Kohle haben wir nicht. Und Stein haben wir keinen mehr, weil wir gerade verbraucht haben. Also ja, sobald es draußen wieder hell ist... Oh, Minenlampe. Sobald es draußen wieder hell ist, gehen wir raus und... Oh, das muss weg. Gehen wir raus und sammeln Stein. Das da bitte zumachen. Das da bitte zumachen. Nimm. Das kann offen bleiben. Das da bitte zumachen. Und hier weiterarbeiten. Neues Portal, aber weil wir es können. So, wie schaut's mit Essen aus? Tisch ist fast leer. So, und wir haben Zwerge, die nichts zu tun haben. Das geht schon mal gar nicht. Stein wollten wir haben. Hier ist Stein. Portal. Stein. Schnecke. Wow. Kein Wow. Na gut. Automatana also. So, das weg. Das weg, was zur Hölle machst du da? Du kannst nicht auf die Wolken klettern. Magischer Wald. Oh, sehr schön. Spielzeug. Das hatten wir im letzten noch nicht. Wir können allerdings hier drauf keinen Wald sprießen lassen. Außer... Wir machen das da. Das könnte interessant werden.
Also jetzt ist eine ganze Reihe Dirt-Wände hier hin. Also Hintergrundwände und danach Dirt-Blöcke. Und hofft dann, dass da drauf Wurzeln entstehen. Oder ich spreche mit den Zauberern, guck, was dann passiert. Weil ich denke mal, es wird nicht auf Steinen sprechbar sein. Aber das kann man testen. Für die Wissenschaft. Für die teure Wissen. Was? Oh, das muss ich erst erforschen. Das Licht auch. Ja, okay. Die Eisenaxt muss auch in der Schmiede gemacht werden, richtig? Nein. Oh, schön, 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 schön. Ah, sehr geil. Da brauchen wir keine Schmiede für. Wie viele Zwerge haben wir? 7. Dann noch eine Axt. Lieber die Axt. So. So, jetzt müssten wir alles in Eisen haben. Das ist schick. So, du. Vor allem sind es auch gleichzeitig eins ganz passable Waffen. Was haben die? Schaden 6. Knüppel hat... Ja, wir haben nichts gesagt. Das sind keine passablen Waffen. Sie könnten sich den Knüppel sparen, aber... So. Also, wir haben nichts über an Ausrüstung. Aber das ist okay. Wir brauchen unbedingt Rüstung, fällt mir gerade auf. Dazu brauchen wir eigentlich nur Holz. Lederrüstung haben wir nicht genug. Anderes Zeug. Helme könnten wir gleich mal ausrüsten. Und die Holzrüstung. Brauchen wir auch Seile. Haben wir denn Wolle? Nein, also müssen Schafe töten. Wir müssen ganz schön viel machen, fällt mir gerade auf. So, das kommt alles hier weg. Und warum, Zwerge, seid ihr hier runtergelaufen, wenn da ein Portal ist? Das ist sehr ihr läuft ja weiter. Da sind keine Goblins. Doch, da sind Goblins. Also hört bitte auf zu laufen. Du? Nein, du. Genau, schön zurücklaufen. Das muss nicht sein. Und da kommt der Nächste. Die Nächsten. Hops. Einer. Befreien. Wo wollt ihr alle hin? Das konnten sie doch anzeigen lassen. Du, wilde Zwerg, baut. Ach, Mist. Nein. So. Hier. Geht bloß weg. Dankeschön. Also ja, viele von diesen vermeintlichen Bugs sind einfach nur Anwenderfehler. Also meine Fehler. Habe ich nicht so wirklich dran gedacht, dass sowas auch passieren könnte. Ich bin davon ausgegangen, sie klettern hier irgendwie hoch, aber das können sie ja gar nicht. Hier hätten sie hochklettern können, aber halt nur von links. Und von links kommt man nur, wenn man den Goblins vorbeigeht. So, da muss auch überall noch Dirt hin. Dirt. Ist es das Fußgetapsel von den Zwergen, was so ein Geräusch macht? Ich sollte ja keine Lederschuhe bauen, das klingt irgendwie lustig. So. Dirt. Und da können wir dann später den Baumzauber drauf sprechen. Oder hoffen, dass Weizen gebaut wird. Für Bier zum Beispiel. Oder Mehl später. Ja, doch. Läuft schon wesentlich besser. Aber jetzt erstmal eine kleine Pause und wir sehen uns gleich wieder.